viel Salbenfett. Wow. Wurfpfeile können wir noch ein paar mitnehmen. Bärenpfeile auch. Kriegspfeile hat sie. Ja, okay. Ach, auf den hat er es Vorgrim abgesehen. So, okay. Noch ein Orkbogenschütze und von oben kommt der Unteranführer. Okay. Komm schon. Ja. Gakai. Also. Okay. Aber ich war nur, wohl noch nicht ganz wieder auf dem Darm. Komm bitte schnelle Heilung. Ah, danke schön. Das bin ich. Finte und Wuchtschlag. Oh, der Einbeersaft. So, den wir jetzt verbraucht haben. Noch ein paar Kriegspfeile. Oh, Balkon. Oh, jede Menge Insekten. Ich nehme mal an, der Hebel hier. Macht irgendwas, von dem ich keine Ahnung habe. Okay, hier ist nur der Weinkeller an sich, der dem ganzen Erdgeschoss, dem ganzen Geschoss seinen Namen gibt. Aber keine Ahnung, was der Hebel jetzt gemacht hat. Oder hat der Hebel hier oben eine Tür geöffnet für uns? Ach, er hat das wahrscheinlich die Gitter hier für uns geöffnet. Gut. Ja, Autosave. Wir sind ja gleich draußen. Und dann gucken wir mal, was hier im Burghof los ist. Ob wir jetzt gleich von einer riesigen Horde Orks überrannt werden. Oh je. Leg deine Waffen ab, Traldar, oder dein Sohn stirbt. Du hast gewonnen, Furie. Ich strecke die Waffen. Und ihr dort hinten, meine Späher, haben mir bereits berichtet, dass ihr das Drachenauge an euch gebracht habt. Ich will es. Nein, tut es nicht. Unsere Familie hat geschworen, das Auge mit dem Leben zu schützen. Niemals darf diese Hexe Gewalt über das Drachenauge bekommen. Verzage nicht, Kind. Dieser Kampf ist verloren. Ihr dort geht Malgora, wonach sie dürstet. Wir werden uns das Drachenauge an einem anderen Tag wiederholen. Weise Worte, Traldar. Und jetzt gebt mir das Auge.
Ja, also ich könnte ablehnen und sagen, auf keinen Fall, meine Quest ist es, das Auge des Drachen zu finden und zu beschützen. Euch werde ich jetzt ganz sicher nicht überlassen. Sie nimmt es uns aber trotzdem ab und der Junge stirbt. Also geben wir ihr das Auge und retten wenigstens den Jungen. Ich habe das Drachenauge, Noldrogon. Doch wie wirst du ganz alleine ohne mich und meine Oger auskommen? Was? Mal'Gora, du falsche Schlange! Soll das der Dank für meine jahrelange Ergebenheit sein? Du weißt doch, Noldrogon, an der Spitze steht man allein. Noldrogon? Wovon hat dieses Weib gesprochen? Jetzt ist Ruhe. Nun zu euch. Es wird Zeit, das, was in Avestroy begann, ein für alle Mal zu beenden. Ja. Jetzt dürfen wir uns mit Blutfang anlegen, aka Noldrokon. Ja! Für Ardo! Und wir haben sogar Ritter Tralda als Alles Hilfe klar. dabei. Während die Orks draußen scheinbar sich mit Ogern rumschlagen müssen. Ich versuche mein Bestes. Aufgepasst! Und man sieht, Blutfang hat sehr viele Lebenspunkte. Heilung und noch mehr Fulminictus. Besten auf dich Falkenauge und auch auf Gladys. Zeit, diese stinkende Orkhaut abzulegen. Ja, das ist der Typ aus der Echsen-Typ aus Avestroy, den wir auch in den Blutbergen bei Castan Wagnitz gesehen haben. Er ist jetzt gleichzeitig stärker und schwächer geworden. Wenn ich es noch richtig weiß. Also man sieht, er steckt schon mal mehr ein. Und ja, es rentiert sich, keine Wunden bei ihm gar zu verursachen. Das Gemeine ist, jetzt schläfer da halt ein. Ja. Nimm das. Folgt mir. Und macht macht Ignifaxius. Lächerlich. Schluss mit der Scharade. Umrakur Ardakorion, lass mich ihre Seelen ernten. Und jetzt haben wir Noldrokons wahre Gestalt. Jetzt können wir auch Wunden schlagen. Lass das mal Vorgriff machen. Wenigstens ist sein erster Fulminictus schon mal fehlgeschlagen. Das wiederum ist nicht so gut. Alles klar.
Nächstes. Nein, können wir nicht. Gut. Mein Atem. Er hat aber schon mal 4 Wunden, was gut ist. Das heißt, wir müssen ihn vielleicht gar nicht mal aufs Minimum bringen. Wobei das wahrscheinlicher ist, dass das passiert. Als dass wir noch eine 5. Wunde an ihm kriegen. Gorkai, wir wollen nicht gegen euch große und starke Krieger kämpfen, die das Schlangenwesen vernichteten, das uns täuschte und unseren Anführer Blutfang mordete. Unschoch Gortom, wir werden nun gehen. Lasst die Waffen Ruhe finden. Die Orks sind abgezogen. Ein weiterer Kampf wäre hart geworden. Ich danke euch für eure Hilfe, aber mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Benno hier, Streiter der Drachenquest. Im Auftrag des Wages bin ich hier, um das drachische Artefakt aus eurer Obhut zum Tempel der Hesine nach Ferdok zu bringen. Doch wie es scheint, muss ich nicht euch, sondern diese Malgora um seine Herausgabe ersuchen. Ihr habt das Leben meines Sohnes gerettet, dafür gebührt euch mein Dank. Doch verratet mir eins, wenn ihr wirklich im Sinne des Orakels handelt, so könnt ihr mir sicher sagen, wie viele Götterläufe vergangen sind, seit der erste Streiter den Ruf des Drachen vernahm und unter welchem Zeichen ihr wandelt. 783 Götterläufe sind seither vergangen und an 10. Stelle werde ich im Zeichen der Weisheit, des Mutes und der Stärke wandeln. Doch auch Entbehrung, Schmerz und Verzweiflung werden mich auf meinem Pfad ereilen. Ja, ihr sprecht die Wahrheit. Ich hoffe, ihr seht mir die übermäßige Vorsicht nach, doch ich musste sicher gehen, dass ihr seid, für wen ihr euch ausgebt. Das wirkliche Auge des Drachen wird wie ein altes Familienerbstück behütet und ist seit jeher bis zum letzten Blutstropfen vor allen verteidigt worden, die danach trachten, es sich anzueignen. Das wirkliche Auge, wie meint ihr das? So wie ich es gesagt habe, meinem Großvater, einst Selbststreiter der Drachenqueste, wie ihr, ist seinerzeit das Orakel im Traum erschienen. Als er das Drachenauge fand, ward er angeleitet, das Artefakt zu hüten, bis der 10. Streiter einst kommen würde, um es auf Geheiß des Orakels an sich zu nehmen, um sein Schicksal zu erfüllen. Er gab es weder den Hesindegeweihten, die es von ihm forderten, geschweige denn anderem Volk, dessen Interesse wohl nur in der plumpen Gier nach Schätzen liegen konnte. So reinen Eid erlegte er sich und seinen Nachkommen auf, das Auge des Drachen zu beschützen, bis der Tag gekommen wäre, es wieder freizugeben. Er versteckte es in den Gewölben seiner Burg und schützte es mit tödlichen Fallen. Doch was ihr nicht wissen könnt, er platzierte dort nicht etwa das wahre Auge des Drachen, sondern ein Replikat. Das wahre Auge pflegten die Erben Rutgars von den Silberfällen stets bei sich am Leib zu tragen. Ihr tragt es bei euch, Malgora hat es also nicht geraubt. Allerdings, hier ist es. Im Gegensatz zu ihr seid ihr vorher bestimmt, es zu empfangen. Ich danke euch, Tralda. Ihr seid ein wirklicher Nachkomme eures Großvaters. Ich werde sogleich nach Ferdok aufbrechen. Doch was habt ihr nun vor? Burg Grimzahn ist zerstört und all eure Leute gefallen. Zunächst muss ich nach Vorderdok, um Graf Grovin persönlich Bericht zu erstatten. Ihr werdet mich in seiner Residenz finden. Bitte betrachtet alle Gegenstände, die ihr in den Gewölben fandet, als euren Besitz. Sie wiegen nur einen Bruchteil dessen auf, was ihr das Leben meines Sohns für mich bedeutet. Solltet ihr auf eurem Weg noch einen tapferen Streiter an eurer Seite brauchen, scheucht euch nicht, mich beim Grafen um Hilfe zu ersuchen. Ich danke euch, Ritter Tralda, für das großzügige Angebot und alles andere. Gehabt euch wohl. Ja, Bereich Burghof wurde geschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt hier rausgehen, dann sind wir weg. Wir können aber erst einmal noch Neudrukon plündern. Ja, der hat Zeug. Und ja, wir hätten gegen Neudrukon jetzt Sachen benutzen können. So, was tun wir denn für die beiden Sachen weglegen? Die grüne Magierrobe. Komm, was können wir weg? Die zwei können weg. Sanja.
Die Pfeile. Alles klar. Ladies, gib mal die Pfeile. Mein Atem geht. Das bin ich. Das hier. So, das heißt, wenn wir hier fertig sind, haben wir sehr viel zu sortieren. Und was wir noch haben, ist das nächste Teil für unseren Charakter, was wir nicht ausrüsten können, weil es Inventar voll ist. Gut, jetzt werde ich allerdings erstmal speichern, weil wir überziehen schon ganz schön. Das ist Let's Play 24, speichern. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.